Wenn Sie mit einer Schere arbeiten, dann ziehen Sie diese Blätter einfach über diesen Griff hin drüber, indem Sie mit dem Daumen von oben dagegen drücken und das Papier schön drüber ziehen, damit die Form von dem Blatt schön plastisch wird. Ein Tipp von mir, wenn es zu schwer geht, feuchten Sie das Papier ganz leicht an, dann können Sie es auch wunderbar mit der Hand noch formen. Und wenn das Papier dann trocken ist, bekommt es eine schöne, feste Form. Und Sie sehen, auch mal nach oben biegen, dann wieder nach unten ziehen, dann mal wieder nach oben ziehen. Und Sie können das Blatt dann auch noch mit den Fingern richtig schön in Form geben. Wenn Sie mit einer Pinzette arbeiten möchten, dann nehmen Sie das Papier über die Pinzette und biegen es in die Form, die Sie möchten. Hier zum Beispiel einmal nach vorne gebogen, dann die Spitze wieder nach außen. Und so können Sie nach und nach Ihrer Rose einen wunderschönen plastischen Effekt geben. Hier auch wieder nach vorne biegen, die Spitze nach hinten biegen. Und Sie sehen, so nach und nach formt sich diese Rose plastisch wie eine echte Rose und bekommt eben diese natürliche, dynamische Form. Genauso machen Sie das dann mit dem Blatt, zum Beispiel mit der Pinzette auch wieder. Nach vorne biegen, nach hinten biegen. Und so bekommt das Blatt auch eine plastische Form. Und immer nach Belieben dann noch mit den Fingern ein bisschen formen. Das Papier lässt sich schön in Form bringen. So können Sie ganz plastische Blätter aufsetzen.